Frau Präsidentin, liebe Kolleginnen und Kollegen, Herr Dr. Sattelberger, wenn selbst die FDP sagt, es gäbe zu viele Befristungen, dann, meine Damen und Herren, dann haben wir ein echt ernstes Problem. Denn in der Arbeitswelt ist es üblich, gute Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter zu halten und ihnen langfristige Perspektiven zu geben, offenbar nicht so in der Wissenschaft. Wer hier Karriere machen möchte, muss sich von Zeitvertrag zu Zeitvertrag hangeln. Befristungswesen ist einerseits Teil der universitären Kultur, Befristungsunwesen in der Wissenschaft müssen wir aber begrenzen. Es braucht eine neue Balance, damit die kreativen Köpfe nicht vergrault werden. Wissenschaftlicher Nachwuchs an Hochschulen ist zu 93% befristet, zu 84% an außeruniversitären Forschungseinrichtungen. In der übrigen Arbeitswelt sind es etwas mehr als 8%. Das kann in der Wissenschaft doch so nicht bleiben. Natürlich braucht Wissenschaft ein hohes Maß an Mobilität und Flexibilität, aber dieses Befristungsunwesen ist überzogen. Darunter leidet die Planbarkeit der wissenschaftlichen Werdegänge. Darunter leidet im Übrigen auch die Konkurrenzfähigkeit zu Industriejobs und die Familienfreundlichkeit. Vor allem kluge Frauen gehen dadurch auf der Karriereleiter verloren. Auch deshalb liegt der Frauenanteil bei Professuren bei weniger als einem Viertel. Und Chancengleichheit und Diversität sind aber elementar für Qualität, Leistungsfähigkeit und Gerechtigkeit im Wissenschaftssystem. Mit Talenten für die Wissensgesellschaft kann so auf jeden Fall unser Innovationssystem nicht länger umgehen. Wir wollen, dass mit Sicherheit gut und frei geforscht werden kann. Arbeitsbedingungen in der Wissenschaft müssen zum wichtigeren Thema werden, und die GroKo ist hier völlig auf dem Holzweg, wenn sie sagt, es besteht kein Handlungsbedarf, das sollen allein die Länder machen. 2016 haben Sie ja eine Novelle des Wissenschaftszeitvertragsgesetzes auf den Weg gebracht. Und wir waren uns damals schon ziemlich einig, dass man damit den Befristungswahn nicht wirksam eindämmen kann. Und umso ärgerlicher ist es, dass das BMWF dafür verantwortlich ist, dass Evaluationsergebnisse zu dieser Novelle erst 2021 vorliegen werden. So lange werden Sie sich verstecken hinter dieser Evaluation, anstatt endlich mehr zu tun gegen den Befristungswahn und hier zu Entfristungen zu kommen. Das muss sich ändern. Und in Baden-Württemberg und anderswo gelingt das ja. Wichtige Frage für uns alle, wie wirken sich denn eigentlich die Wissenschaftspakte und die ganzen Programme auf den wissenschaftlichen Nachwuchs aus? Tenure-Track-Programm, Professorinnenprogramm, Exzellenzstrategie, Programm zur Personalgewinnung und Entwicklung an Fachhochschulen, Hochschulpakt und sein Nachfolger. Die sind ja alle gut gemeint, die sind auch wichtig, aber wie wirken die sich denn aus auf die Zukunfts- und Karrierechancen von Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftlern? All diese Programme haben hier Lücken, und wenn man den Hochschulpakt schon verdauert, was wir befürwortet haben, was wir mitbeschlossen haben, dann sind Länder und Bund jetzt aber auch aufgefordert, hier dann wirklich was zu tun für verlässliche Karriereperspektiven. Und mich ärgert als Parlamentarier, dass das im stillen Kämmerlein von Exekutivverhandlungen stattfindet. Kollege Gehring, und achten Sie nicht hier auf offener Bühne dann entsprechend diskutiert wird. Deshalb vielen Dank für die Debatte durch die Linksfraktion. Denn wie es dem wissenschaftlichen Nachwuchs und damit den Trägerinnen und Trägern des Innovationssystems in Deutschland geht, muss eine entscheidende Strategiedebatte hier im Hohen Haus sein und eben nicht im stillen Kämmerlein von Frau Kalitsch. Danke.